Juhu, Mahlzeit, Leute. Bei diesem Satz dieser schönen Kugelketten angekommen aus Edelstahl. Die kosten auch nicht viel. Die kriegt man bei eBay für was weiß ich, 2 Euro das Stück Edelstahl. Aus Edelstahl, 60 cm lang. Die kann man wunderbar verwenden, um sich sichere Neckknives zu machen. Weil die Ketten halten eigentlich die Messer und wenn man dran zieht, aber wenn man irgendwie was dran hängen bleibt, dann reißen die. Man kennt die ja von den Hundemarken von der Armee oder auch richtig für die Hunde gibt es ja auch diese Dinger, die dann einfach mal aufgehen, wenn da der Druck zu groß drauf wird. Das ist nicht schlecht. Gut, dass wir hier das Leatherman wieder haben. Ich hatte hier eine anders. Cold Steel schon wieder hier den Gürtelgriff dran gemacht. Den machen wir jetzt nochmal weg, weil das als Neckknife interessanter zu tragen ist. Ne? Hier am Buschbeil ist so eine schöne orangefarbene Schnur dran. Ich habe sie zwar verschweißt in der Hoffnung, dass sie hier reißt, aber ich glaube, die habe ich fast eine Nummer zu gut verschweißt. Da habe ich Angst, dass es hier keine Sollbruchstelle wird, sondern eine endgültige Geschichte. So, die Schnur kann man ja nochmal schön weiterverwenden. Jetzt packen wir mal eins in der Tüte hier aus. Das sind zwei drin, oder wie? Die sollen so 60 cm sein. Die können wir alle an, ob die unterschiedliche Größen haben. Sehen alle gleich aus. Das ist ja nett von der Dame. Bestellt hatte ich gedacht, das lohnt sich nicht hier wegen so einem Euro-Artikel da was einzukaufen, weil Porto zahlt mal so oder so. Habe ich gedacht, nehme ich gleich mal 5. Interessanterweise habe ich 6 bekommen. Ist ja eine schöne Sache, ne? Die gibt es dann auch noch aus das Messing. Aber ich habe gedacht, dann nehme ich doch lieber Edelstahl, so mit dem Rosten. Ist das eigentlich eine bessere Sache? Jo, die scheinen alle gleich lang zu sein. Mal gucken, da würde ich so, reichen mir die überhaupt über meinen Moschäpfel? Das wird knapp. Sind da etwa 60 cm zu kurz. Das wäre natürlich blöd, ne? Tatsächlich. Sind 60 cm Ketten. Die haben alle 60 cm, aber für gewöhnlich sollte das doch ausreichen, wenn die da Hundemarken dran machen. Na, komm schon, gehst du da durch. Okay, auf jeden Fall passen sie durch die kleinen Löcher der Kreidechsen. So, dann machen wir hier mal das letzte zu. Kennt jeder, der beim Bund war, der hat so ein Ding ein Jahr lang um den Hals getragen. Ne? Komm schon. Wenn sie ganz frisch sind, gehen sie noch relativ schwer zu. So. Verschlossen. Ah, gerade, dass es passt. Also da darfst du keinen Moschäpfel haben. So, wunderbar. Und dann haben wir hier, hängt der hier so schön, ne, an der Kugelkette, die im Notfall reißt, aber das Messer aushält. Und gerade noch so über meinen Holzäpfel passt. So, dann machen wir hier noch ein schönes hin. Und dann haben wir sogar noch ein paar Kugelketten über, ne? Feine Sache, kann man ja immer mal gebrauchen, die Dinger. Ich finde die echt praktisch. Rosten nicht. Dann sind sonst auch recht unempfindlich. Außer halt gegen zu starken Druck. Da reißen dir dann halt irgendwann mal diese Kettenglieder weg. Und das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck von so einer Kette, dass es dich nicht umbringt.
sondern reißt. Jawohl, passt. Wunderbar. Buschbeil. Super Sache. Hier dran. Also, wer ein Neckknife transportieren will, Kugelketten, recht günstig zu bekommen, auch in der Edelstahlausführung. Feine Sache. Gibt es bei eBay oder Amazon für ein, hab schon gesehen, die gibt es schon für unter einen Euro, aber ich habe mich dann da doch für die paar Cent teurere Edelstahlausführung entschieden. So, dann verpacken wir die restlichen wieder. Da haben wir dann schon, wenn mal eine reißt, Nachschub, beziehungsweise vielleicht kann man die aber auch was anderes gebrauchen. Also Leute, danke fürs Reinschauen. Wie gesagt, wenn ihr mal was im Hals hängen wollt, nehmt irgendwas, wo reißt im Notfall. Oder verschweißt nur ein bisschen ein Paracord, dass es auch wirklich auseinandergehen kann, wenn es denn auseinandergehen soll. So, Dille. Das war's. Wenn jemand Interesse an den Dingern hat, ich kann gerne einen Link von der guten Dame aus dem Online-Shop bei eBay weiterleiten. Ganz praktisch. Bezahlt mit Versand. Jetzt dann für 6 Stück waren das, glaube ich, 10 Euro. Für Edelstahl. Hundemarken. Kugelketten. Sonst wäre ein bisschen sucht. Amazon oder so, die gibt es ja schon, habe ich schon gesehen, für 80, 85, 90 Cent. Ich weiß ja nicht, ob es da noch Edelstahl und 60 cm waren, aber wer einen richtig großen Kopf hat, wird mit 60 cm ein bisschen knapp zum Umhängen. Also nichts für Dickköpfe. Also Leute, danke fürs Reinschauen. Lange genug gequatscht wegen so einer Kugelkette. Aber ich finde sie eigentlich ganz praktisch an einem Neckknife. Also Leute, bleibt gesund, haltet eure Neckknives griffbereit. Wir sehen uns wieder.